Garten 2017. Ja, ein ganz kühles Jahr und auch gar nicht so schön. Viel Sonne hat man nicht in letzter Zeit, viel Regen und gestern hatten wir tatsächlich Sturm gehabt. Und ja, unser Gewächshaus hat das Ganze nicht überlebt, aber es war auch abzusehen, dass dieses Gewächshaus das nicht überleben wird. Das war damals Gewächshaus für um die 70 Euro und von daher konnte man da nicht viel erwarten. Es war schon klar, dass irgendwann die Folie aufgeben wird und das hatte man auch schon irgendwo anders mal gelesen im Internet zu diesem Gewächshaus. Und von daher ist es jetzt keine große Überraschung für mich gewesen, dass das Ganze passiert ist. Aber es ist nun mal passiert, es ist ja nicht ganz so tragisch. Das Gartenjahr ist ja in dem Sinne schon fast zu Ende hier bei uns in der Region, denn wir haben mittlerweile, ich habe gerade mal draußen geguckt, zeige ich mal kurz. Es hat schon wieder geschüttet. Ja, mal kurz gucken, wie ich es drauf kriege. Wir haben jetzt aktuell gerade mal 7 Grad. Ja, also und das Mitte September am helllichten Tag. Also wir sehen, ein richtiger Sommer ist das dieses Jahr mit Sicherheit nicht gewesen und das Wetter soll demnächst auch so bleiben. Ja, ist nun mal so, kann man de facto nicht ändern. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz nach draußen gemeinsam und schauen uns das Chaos mal an. Ja, eine schöne Überraschung. Wir hatten Sturm und unser Folienhaus bzw. die Folie ist gerissen. Ja, Melodie. Das ist kaputt da. Ja. Ja. Traurig, aber wahr. So ist das manchmal, ne? Gehen wir mal schön hier ins Gewächshaus. Ja, ja, da komm doch mit rein, ist doch jetzt egal. So, hier haben wir Krautfäule an den Tomaten, Gurken, irgendwo hing hier noch welche gestern. Hä, wo bist du denn? Ah, da, guck mal, da ist eine Gurke, die nehmen wir gleich mit, ne? Ja, so ist das manchmal. Unser Kohlrabi, ja, Melodie. Moment, lass mich mal eben langsam weitergehen, langsam. Ja, unsere Auberginen, die werden wir wohl rausmachen müssen hier. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt, bin ein bisschen konfus. Ja, die Paprika, ja, Mann, ja, unser Knoblauch, ich glaube, den können wir jetzt auch komplett rausmachen hier. Ja, doch, den können wir jetzt komplett rausmachen, den Knoblauch hier. Ja, meine Güte, so geht's manchmal. Ach, du bist schon wieder am Ernten, ja? Lecker Tomate? Nein. Hm? Für Saale schmecken besser, ne? Ja, auch. Soll ich das abmachen? Ja. Warte. So, bitte. Danke. Bitteschön. Danke. Ja, so ist das, ne? Ärgerlich. Den Grünkohl, die hat es auch zerrupft, mehr oder weniger. Also teilweise sind die hier umgefallen, ja. Wir haben aber Glück, da das Ganze hier etwas tiefer ist, bietet der Rand hier so ein bisschen Schutz und hält die Pflanzen so, dass sie nicht ganz komplett umfallen. Aber nun ja, der Wind hat hier doch ganz schön reingeballert. Hier mal kurzes Update von der Mistel, ja, sie hat jetzt ein zweites Blattpaar bekommen, beziehungsweise beide Pflanzen. Es war damals ein Samen, wo zwei Pflanzen rausgewachsen sind. Und die haben jetzt in diesem Jahr zwei Blattpaare ausgebildet. Ja, die Banane ist erstaunlicherweise stehen geblieben. Allerdings, ja, man sieht es, also die Blätter sind arg stark zerrupft. Ja, ist runtergefallen, hebt wieder auf. So, ein Blatt ist hier abgeknickt. Tja, meine Güte. Nicht so dolle, aber was willst du machen, ne? This is nature. Ist abgeknickt, ne, Melodie? Abgeknickt. Ja. Ja, da unten liegt er. Eine Weide. Ja, eine von drei. Ne, vier haben wir. Ja, die kriegt er alleine jetzt nicht hoch. Da muss ich warten, bis ich nachher Hilfe bekomme. Etwas Schönes, Erfreuliches, unsere Gurke hier, die damals nicht wachsen wollte. Ja, ja. Ach, guck mal da. So eine dicke Gurke, Melody. Meine Güte. Ich glaub, die machen wir gleich ab, ne? Die nehmen wir gleich mit, ja? Groß. Groß, ja, die ist groß. Soll ich das abmachen? Ja. Ja? Bitte. Ja, kannst du abbeißen.
Direkt aus dem Garten schmeckt es auch am besten. Will Papa gleich auch beißen? Ja. Ja? Nee, die lassen wir noch dran. Die ist noch ein bisschen kleiner. Die kann noch wachsen, ne? Melody, die kann auch noch wachsen. Nee, die lassen wir schön dran. Komm. Jam, jam. Hier haben wir Melodies Zuckererbsen. Also, die sind auch ganz schön gewachsen jetzt mittlerweile. Und die brauchen wir auch nicht anbinden. Die können hier später runterhängen einfach. Das ist dann nicht so dramatisch. Und hier nochmal eine Weide gezeigt, weil ich wollte ja mal so meine Weiden zeigen. Weiß Bescheid. Habe ich ja schon öfter gezeigt, aber hier nochmal kurz gezeigt. Ja, sie stehen immer noch in ein und demselben Topf seit damals. Und auch die Sonnenhutstaude wächst hier jedes Jahr wieder heraus. Na du Gurkenmampfi, unsere Wildtomaten, die beiden Pflanzen. Ja, also den hat der Sturm nichts ausgemacht hier. Vorsichtig, stehst gerade im Weg. Halt, 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 stopp, halt, Moment. So, da sind sie. Lecker, lecker, lecker. Und die sind so herrlich aromatisch, diese Früchte. Ja, die Zucchini bekommen jetzt auch Mehltau, ist aber nicht ganz so tragisch. Bei dem Wetter, was wir dieses Jahr haben, ist das ja auch, ja, kann man schon fast sagen, normal in dem Sinne. Auch hier hängen noch lauter kleine Früchte dran. Ja, das hat sich gelohnt in diesem Jahr, die Zucchini. Hier eine der anderen Weiden gezeigt. Ja, also die schlucken eine Menge Wasser, obwohl es viel geregnet hat, steht hier kein Wasser drin. Auch hier der Sonnenhut. Ja, hallo Melody. Und einmal ganz kurz unser Kaki-Bäumchen, wo wir ja auch die Rosensamen drin hatten. Okay, die haben Mehltau bekommen. Aber nun ja. Vorsichtig. Oh nein, jetzt liegt die Gurke im Dreck. Hier mal kurz das Kaki-Bäumchen. Ja, das Moment gibt es tatsächlich noch. Ja. Ja, was denn? Was denn? Ist die Gurke hingefallen? Heb mal wieder auf. Ja. Jo. Hier habe ich so ein paar Sachen mal von der Fensterbank runtergenommen und hier hingestellt, damit sie uns nicht alle runterballern. Das wäre doch schade, wenn das kaputt gegangen wäre. Wobei, es soll heute wieder stürmisch werden. So, die Möhren. Ja, das ist ein wahnsinniger Urwald. Und hier ist etwas gewachsen, das hier. Ich habe eine kleine Chili reingelegt in die Erde. Also wirklich eine komplette Chili-Schote. Und ja, sie sind tatsächlich alle gekeimt. Moment bitte, danke. Ja, Möhren. Ist natürlich die Frage, ist da schon... Ah, guck mal da. Da kann man ja schon Möhren sehen. Ich zieh mal eine raus, vorsichtig. Ja, Tatsache. Melody, guck mal hier. Guck mal hier, was der Papa hat. Guck mal, eine Möhre. Müsst ihr erstmal waschen, ne? Ja. Ja. Kennst du noch gar nicht, ne? Hm. Das ist lecker, müssen wir erstmal waschen. Auch den Abschluss filme ich jetzt drin, ist einfach ja, bequemer zu filmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit dem Foliengewächshaus spannen wir jetzt eine neue Folie drüber. Ich habe mich schon mal informiert, also die kostet so um die 60 Euro in der Größenordnung, der wir sie brauchen. Aber damit ist nicht getan. Wir müssen dann noch einen Holzrahmen bauen, um dort eine Tür einzulassen und auch die Folie irgendwie befestigen an den Rahmen. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Ich habe schon mal bei jemandem gesehen, wer so eine Tür eingebaut hat. Von daher, das weiß ich schon mal, wie das geht. Aber mit der Folie befestigen, ganzen Kram, ja, da muss ich mich noch drüber informieren. Das wird auch Geld kosten. Von daher rechne ich da ungefähr mit 100 Euro. Um das Ganze wieder richtig ja, startklar zu machen, in dem Sinne, ob ich das jetzt noch zum Herbst hin mache oder zum Frühjahr, ich weiß es noch nicht, muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, auf jeden Fall. Nun ja, es ist so gekommen, wie es gekommen ist, es war abzusehen, dass es so kommt, von daher bin ich da nicht ganz so traurig drüber. Jetzt stellt sich die Frage bei der Paprika, die würde ich ganz gerne überwintern, da wir es jetzt schon recht kalt haben, und sie auch im Gewächshaus stand und jetzt an der Freiluft. Also ich werde noch ein, zwei Tage vielleicht warten und mal gucken, wie die Pflanze sich entwickelt. Und dann gegebenenfalls vielleicht rausnehmen aus dem Boden, einen Topf pflanzen. Ja, und dann erstmal irgendwie geschützt stellen. Ich weiß noch nicht. Aber nun ja, werden wir sehen bei geraumer Zeit. Ja, gut, das mit den Möhren hat jetzt wunderbar funktioniert. Die Aussaat war, glaube ich, im Juli, Anfang Juli oder so. Also dort können wir tatsächlich in diesem Jahr noch ernten. Und das ist auch in so einem Hochbeet. Und von daher hat das wunderbar funktioniert. Also dort ist ein
tiefgründiger, lockerer Boden drin. Und Möhren brauchen das, damit die also tief in die Erde einwandern können. So eine lehmige Patsche, wie wir das draußen im Garten haben, funktioniert das nicht. Also im Garten können wir ja keine Möhren anbauen, aber im Hochbeet geht das dann doch. Ja, und auch das mit den Salatgurken, dass das so wunderbar funktioniert hat, das ist auch richtig cool. Also die werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anbauen. Und auch mit den Tomaten. Da haben wir jetzt gesehen, dass die Wildtomaten ja witterungsresistent sind in dem Sinne. Also dort ist noch kein Pilz oder irgendwas dran zu sehen. Die wachsen wie verrückt. Man hat natürlich nicht so große Früchte, aber viele kleine aromatische Früchte. Und der Geschmack ist wirklich ja nicht zu vergleichen mit diesen normalen Tomaten. Also die sind richtig, richtig lecker, aromatisch. Etwas säuerlicher, nicht ganz so süß wie normale Tomaten, aber nun ja, schmecken halt richtig kräftig nach Tomaten. Ja, meine Güte, mit den Radieschen funktioniert im Moment auch nicht mehr so richtig. Also die wachsen auch nicht. Ich denke mal, es ist auch einfach zu kalt nachts. Also von daher, aber das werde ich noch weiter beobachten. Hier haben wir noch im Garten so ein paar stehen. Und nun ja, jetzt bin ich ein bisschen konfus. Ich würde sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich mache gleich noch einen anderen Film. Das habe ich jetzt nur gefilmt, weil ich eben, weil es halt so passiert ist, wie es passiert ist. Und dann wollte ich das eben ja einmal kurz rüberbringen, damit man das sehen kann, was jetzt so halt passiert ist bei uns im Garten. Also man sieht, manches geht nicht. Und wie gesagt, das mit dem Gewächshaus war abzusehen, dass das so kommt. Von daher, ja, mal schauen, wann ich die Folie drüber ziehe und wie. Vor allem bei dem Wetter jetzt im Moment geht es sowieso nicht. Also nun ja, was soll's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nicht arg so viel war. Aber nun ja, man sieht, manches geht nicht. Manchmal geht auch was kaputt, auch das mit der Banane ist richtig traurig, dass die ganzen Blätter so zerfleddert sind. Aber das ist nun mal gegeben hier in unserer Region. Da müssen wir mitleben. Es ist nun mal Natur so, da können wir nicht drumherum bauen und uns alles schützen. Von daher müssen wir einfach mit solchen Sachen rechnen. So, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wie gesagt, das habe ich jetzt just for fun eben nur kurz gefilmt. Und dann werde ich jetzt den eigentlichen Film machen, den ich heute eigentlich machen wollte. So, bis denn, nicht wahr? Ciao, ciao. Und viel Spaß im Garten, Terrasse, Balkon und sonst wo.